Na, ist er dran? Ist das der erste? Ist das der erste Stör an der Tunguska? Ja, ich bin auf Stör. Nach langer Zeit mal wieder. Und ich glaube, das dritte Mal, vierte Mal vielleicht überhaupt auf Stör an der Tunguska. Ewig nicht gewesen. Aber der Blue Marlin, Alten, der hat in den fantastischen, ich glaube, der hat einen halben Tag da gesessen, hier an der Tunguska und hat hier gezogen und probiert und getestet und gemacht und getan. Und zack, hat er die Störe hier rausgezogen. Doch, der erste Stör. 5 Kilo. Richtiger Gigant. Alter. Relativ dunkel, ne? Die werden doch eigentlich ziemlich hell. Ostsibirischer Stör. Ja, krasses Ding. Sehr, sehr, sehr nice. Und ja, heftige Barteln, Alter. Respekt, ey. Was ein Schnorrig. Ja, das Teil in groß. Das ist das Ziel. Und wie gerade schon gesagt, der Blue Marlin hatte einen Beitrag auch im Discord gepostet. Hat er schon angekündigt, dass er sich daran hockt und schön ausgiebig auf Stör gehen wird und das lang und breit testen wird. Und da habe ich gedacht, boah, geil, Alter. Wenn das doch, naja, zumindest funktioniert. Frequenz, weiß ich nicht. Testen wir jetzt. Es ist halt Störangeln. Das heißt, du gehst da nicht hin, wie beim Brassenkloppen, zack, 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 machst dir den Kescher voll. Sondern ich freue mich über jeden Fisch, der reingeht. Und ich freue mich natürlich am meisten über einen dicken Drill. Ich habe richtig Bock. Gerne hart rein in so einen schönen Monster-Drill. Wobei, so ganz übertrieben muss es nicht sein. Denn das Setup hier ist schon so ein bisschen auf Risiko eingestellt. Aber ich bin gespannt, ob das klappt. Werden wir sehen. Gucken wir also, was hier noch so passiert. Der erste Fisch ist drin. 13 Uhr. Nicht so schlecht. Und ich würde sagen, beim nächsten Fisch gucken wir nochmal, was da so reinballert, wa? Und da zuppelt schon der nächste. Na, geht doch. Hat jetzt nicht so ewig gedauert. Und ist, glaube ich, schon dran. Ja. Ja, noch nicht groß. Aber zumindest geht schon mal wieder ein bisschen was rein. Das Setup ist natürlich hier richtig groß. Also, das hier ist heftiges Endgame-Setup. Würde ich mich hier mit was Kleinem hinstellen? Ja, jein. Ausreichend Schnur vielleicht. Also auf gar keinen Fall diese Schnur, die ich hier verwende. Mit einer dicken, fetten Schnur wäre das vielleicht eine Idee. Oha, der nächste. Aber so mit einer dicken Schnur jetzt hier, wie ich das gerade mache, wahrscheinlich nicht so smart. Denn man muss bestimmt hart und lang in den Drill, wenn was Großes reingeht. Meine Hoffnung jetzt hier bei dem Setup, dass eben, wenn was Großes reingeht, dass er sich ordentlich verausgabt. Wir gucken uns mal als erstes, würde ich sagen, den Spot an. Und danach das Setup und danach die Futtermische. Und in der Zwischenzeit geht hoffentlich der nächste dicke Brocken rein. Also, an der Tunguska sind wir und wir sind hier auf C6. Und auf C6 geht es hier an der Position, an dieser kleinen Ecke, quasi direkt ins 11 Meter Loch rein, 50 Meter weit raus. Alleine das ist schon nicht mit jedem Setup machbar oder schwer zu erreichen, aber 50 Meter weit raus, ja. Da nimmt man einfach ein fettes Blei und dann gib ihm. Ordentlich raus damit. Und ja, 50 Meter, wenn wir gucken. Wir haben hier mit 50 Metern ungefähr sind wir dann hier in dieser Area. Die Gesamtstrecke hier sind um die 150, 160 oder mal 180 breit. Also das ganze Gewässer ja, ist halt so um die 150 bis 180 Meter breit. Deswegen habe ich mir gedacht, komm, ich gehe hier einfach mal ein bisschen knapper rein mit der Schnur. Schauen wir uns gleich mal im Detail an, ob das so klappt. Ich werde sehen. Also wenn ich hier gleich leer gezogen werde, habe ich auf jeden Fall einen Fehler gemacht, einen Lauffehler. Aber eben hier an der Position 57, 116, alle schön aufgebaut hier. Ich bin quasi ready für den Fight.
Und das Wichtigste natürlich, sollte was Großes reingehen und der Fisch zieht hier nach rechts ab. Ich muss vorrennen und zusehen, dass ich ihn rüberziehe, den Fisch mit der Rute, damit er nach da hinten hin abhaut. Denn da hinten will ich ihn eigentlich haben. Im Idealfall, bis er dann müde ist oder dass er dann müde wird hier in dieser Area. Das heißt, ich stehe dann vielleicht irgendwann hier in dem Bereich und der Fisch schwimmt dann hier so hin und her und schwimmt auch nicht weiter als bis hier. Das ist natürlich Risiko, aber ja, so in dieser Area wäre nicht so schlecht. Ich werde natürlich anfangs versuchen, wenn hier was Dickes reingeht, ihn trotz allem hier in dem Bereich links und rechts hin und her zu steuern. Also nach links und rechts laufen, je nachdem wie der Fisch halt sich umdreht, genau halt irgendwie immer in die andere Richtung laufen, dass er immer vor mir wegflieht. Also ob nach links oder nach rechts und tendenziell eher in die Richtung als in die Richtung, denn hier ist dann einfach Ende. Ne? Und wenn er dann hier abhaut, durch die Map durch ist, dann komme ich ab einem gewissen schrägen Winkel, also gerade kein Problem, aber ab einem gewissen schrägen Winkel komme ich dann nicht mehr mit der Schnur aus und das wäre natürlich dann schlecht. Apropos Schnur, gucken wir uns mal das Setup an. Ja, so sieht es aus hier mit der Kingfisher Legacy, mit der TI 13 4.5. Richtig schweres Gerät mit 80 Kilo an Tragfähigkeit. Ich bin hier mit 77 Kilo Nylon unterwegs. Auf der dicken, fetten Tourion. Das heißt, ich kriege hier von den 300 Metern 204 Meter drauf. Bedeutet also im schlimmsten Fall oder in der längsten Distanz habe ich vielleicht noch 20 Meter Schnur auf der Rolle. Das ist ein bisschen knapp. Aber mehr geht halt auch nicht. Wo will er sonst hin? 180 Meter Entfernung, wenn ich dann schon schräg stehe. Wenn ich wieder ein bisschen gerade laufe und in einer direkten, geraden Linie zum Fisch stehe, sind es vielleicht nur noch 170 Meter oder sowas, 150 Meter. Das heißt, ich habe immer ein bisschen Spiel, wenn er mal in eine Richtung abhaut, dass ich laufen kann und ihn trotzdem noch immer in eine andere Richtung drücken kann. Das funktioniert nach wie vor. Also 300 Meter hier drauf, beziehungsweise 200 Meter auf dieser Rolle, auf einer 30.000er, also ziemlich fett hier unterwegs. Deutlich angenehmer ist es natürlich, wenn man hier einfach mit einer geflochtenen Schnur drauf geht. 84 Kilo geflochtene Schnur, zack drauf, Vorfach einfach wählen, vielleicht nimmt man dann hier die Nylon, so ein Nylon-Vorfach damit einfach, kann man ja auch machen. Und dann ist das Ganze auch nochmal ein bisschen entspannter und man ist so ein bisschen hier unter der Tragfähigkeit. Oder man sagt sich, okay, ich nutze die komplette Kraft der Rute einfach aus und gehe in das Risiko, wenn man die dicken Brocken haben will, die dicken Störe, ohne Vorfach, 84 Kilo Braid und dann wird quasi in gerader Linie nur über die Schnur gezogen. Das Getriebe der Rolle sollte das aushalten. Der dicke, fette Haken wird das auch aushalten hier. Die Ultra Series übrigens, Berserk Hook Ultra Series mit der höchsten Tragfähigkeit hier bei den normalen Haken. Und ja, dann lübt das. Gucken wir mal eben, kurz nochmal nachzubellen. Ich glaube, soweit ist es okay. Ja, ich habe vormittags angefangen und jetzt haben wir gleich schon die Abendstunden. Ich bin natürlich gespannt, was dabei rumkommt, wobei letzten Endes geldmäßig, ihr seid ja wurscht, ne? Ich will einen schönen fetten Drill. Im Idealfall einen Trophy-Fisch, wäre natürlich krass, wäre natürlich übelst krass. Nimmt man natürlich auch mit. Ja, und ansonsten einfach nur mal ein bisschen Action, ne? Kann man doch mal machen. So schön zum Wochenende. Gucken wir mal eben rein. Also, die Maikäferlarve ist hier unser Köder, also das hier nehmen wir als Köder auf dem 4.0er Haken und die Störmische, 100% Stör habe ich hier drauf geschrieben, das ist einfach die Original-Standard-Störmische. Also gar nichts Besonderes hier mit Rapssamen als Basis, mit der Zebramuschel heißt es immer wieder, aber mit der Flusswandermuschel und dann sind es hier gehackte Würmer, mit Krill und mit Lehm und mit Krabbe und Muschel. Also die Kombination, die ist drin.
und die funzt. Natürlich hier mit dem ganz dicken, fetten PVA. Wir haben hier die großen Packs davon, wenn man das herstellt, ne, also wenn man das Trockenfutter herstellt, das dann ins PVA reinschmeißt, hat man nur 12 Stück davon. Aber ja, es sind eben auch 50 Gramm Pakete und da geht jetzt dann natürlich auch einiges rein. Und bei der Frequenz hier, naja, gucken wir mal, ob da noch was wegschwimmt und wegtreibt. Ich werfe dann hier, wie gesagt, einfach aus zu dem letzten hier links, zu dem letzten der kleinen Bäume. Einfach hier so geradeaus raus oder hier zu diesem halbnackten Baum, 50 Meter. Und dann kommen wir hier ziemlich genau auf die 11 sozusagen und dann gib ihm. Ja, wäre natürlich nice, wenn noch was Dickes reingeht. Ich warte noch mal ein bisschen ab und dann gucken wir mal, ob da noch einer Bock hat. Na, und da geht es weiter. Das sieht doch gut aus. Es zuppelt und es zieht sich runter. Ja, hat ein bisschen mehr Gewicht als die beiden vorherigen. Sehr gut, aber das ist natürlich noch nichts Großes. Und es können ja auch immer noch die Sterlets hier reingehen. Die ist ja natürlich auch so ein Ding, ne? Der Blue Marlin hatte das ja auch im Discord gepostet. Übrigens, Link zum Discord direkt unterm Video. Da findest du zu jedem Gewässer einen extra Bereich, wo sich dann ganz, ganz, ganz viele Spots, auch alte Spots natürlich befinden, die man immer mal wieder auch testen kann. Und der hatte jetzt hier eben auch einige Sterletten. Ja, das ist noch entspannt. 9 Kilo. Also 4, 5, 9 Kilo bisher. Gucken wir mal, da geht noch mehr. 6 Stück. Boah, 6 Stück sind drin. 300 Gramm PVA. Boah, jetzt bin ich natürlich so selten mit dem PVA unterwegs. Ich nehme es trotzdem mal runter, ne? Ja, so selten auf Stör. Ich nehme es mal runter. Das ist ja schon eine ordentliche Dosis jetzt. So, zack, wieder raus auf die 50 Meter. Wobei ich wahrscheinlich nicht, also auf der Entfernung, nicht zwingend exakt die gleiche Area treffe. Bedeutet also, ich werde wahrscheinlich nicht exakt, so wie das ist, vielleicht auf 30 Meter Entfernung, da kriegt man das vielleicht noch ganz gut hin, aber exakt auf 50 Meter genau präzise den 2,5 Meter Radius treffen, das wahrscheinlich nicht. Von daher, ich glaube, beim nächsten Mal werfe ich gleich direkt nochmal Futter wieder mit raus. Aber zack, und der nächste. Aber gucken wir mal. Ich hoffe jetzt, dass auch so ein bisschen in den Abendstunden ein bisschen was abgeht noch. Gerade Morgenstunden, Abendstunden, da sind ja viele Fische aktiv und reagieren dann nochmal deutlich besser in den Morgen- und Abendstunden. Ja, auch hier vom Setup ganz entspannt. Kann man sogar mal ein bisschen hochdrehen hier. Noch nichts wirklich Großes bisher. Na. Sterlet. Ja, wie gerade schon angekündigt. Auch sehr, sehr nice. Sieht auch sehr, sehr cool aus. Sibirisches Sterlet. Hammer. Auch richtig, richtig cool. Auch kohlemäßig natürlich nicht verkehrt. Wobei das, ja doch, das habe ich schon auch als Trophy. Da wäre dann jetzt tatsächlich der Stör eher angesagt. Der dürfte dann auch mal mit reingehen. Aber, was hat er? 120 Kilo oder sowas als Gewicht? Das wäre natürlich ein Monster-Drill. Vielleicht geht sowas Großes nochmal rein. Ich weiß es nicht. Ich werde es auf jeden Fall nochmal ein bisschen probieren. Aber so ist es jetzt hier an der Stelle. Das ist der Spot. Das ist der Kescher. Na, da geht doch nochmal ein größerer Brocken rein. Nicht schlecht. Ich kann hier die Bremse sogar komplett zumachen auf dem Setup und er hat immer noch ein bisschen Bock und kämpft mächtig dagegen an. Das ist nicht so schlecht. Das heißt, ich gehe jetzt ein bisschen weiter hier runter. Also versuche den jetzt gleich hier mit der Strömung reinzuziehen. So, und jetzt machen wir die Bremse ganz dicht, wie beim Nordmeerangeln. Schön vorsichtig sein natürlich, dass da nichts abreißt. Und dann ist es eigentlich auch nicht so der Unterschied, wie gesagt, zum Nordmeerangeln, wenn man da einen dicken, fetten Heilboot drauf hat oder sowas. Und bisher macht er auch gar nicht so viel Action. Also das Schöne eben hier an der Nylonschnur, ihr seht diesen Gummieffekt, wow, wow. der verausgabt sich quasi an dieser Schnur. Ich bin gespannt, wie groß der jetzt gleich wird. Ich hatte gerade schon mal einen mit 14 Kilo.
Der ist sehr entspannt reingegangen. Also da musste ich gar nicht irgendwie großartig was machen. Und der war anfangs relativ, naja, ich sag mal ganz entspannt. Also er kam relativ gut angeschwommen. Und ich musste gar nicht viel machen. Und dann auf einmal fing er an, sich zu wehren. Und ja, dementsprechend müsste das ja dann doch noch ein bisschen was Größeres sein. Gucken wir also, was es wird und wie schwer er wird. Und ob sich das tatsächlich hier auf diesen Nylon-Schnur-Setup, ob sich das lohnt hier mit der dicken, fetten Nylon-Meeresschnur. 1,25. Wow, 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 jetzt kommen die Kopfschläge. 1,25. Puh, jetzt wurde mir aber warm. Ich war auch schon kurz vor Aufmachen. Alter, jetzt wird mir aber gerade richtig warm. Jetzt gibt er gerade Gas. Jetzt gibt er gerade Gas. Und da ist er. Jetzt ziehen, 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 ziehen. Ja, das war relativ easy. Puh. Boah. Da ging es aber jetzt gerade in den letzten Sekunden noch mal ins Eingemachte. 37 Kilo. Hammerteil. Richtig, richtig schick. Boah, was ein Brocken. Schön. Schönes Ding. Und das ging auch noch richtig gut rein. Also das war jetzt nicht übertrieben schwer. Gerade natürlich mit dem fetten Setup. Aber darüber hinaus, ich sag mal so in Richtung 50 Kilo, da gehen die Brocken auf jeden Fall dann in den Drill. Und da heißt es dann, oh, Action. Oh, ist da auf dem anderen auch noch was? Hier die Morgenstunden. Die Morgenstunden, die ballern rein. Das ist ja nicht so schlecht. Den ziehen wir jetzt nochmal hier auf die Schnelle und gleich auf der dritten Schnur auch gerade nochmal eben gucken. Das waren jetzt hier vielleicht 5 Minuten Drill. Also es war jetzt auch nicht wahnsinnig viel. Ich habe den einfach gerade gezogen. Ja, wie gerade schon gesagt, ist er ziemlich leicht schon ganz gut reingekommen. Und die letzten Meter hat er ein bisschen Action gemacht. So, komm mal ran hier. Und dann gucken wir gleich nochmal auch in den Kescher rein, was die beiden oder was die Brocken denn jetzt so gebracht haben. Und ich glaube, ungefähr eine Stunde müsste auch bald rum sein hier. Dann haben wir hier eine Stunde am Spot und ein ungefähres Ergebnis wenigstens, was denn die Stunde hier gebracht hat. Und da ist wirklich was dran, jawohl. Auf die sibirischen Störe. So, und noch was? Nicht so ganz groß. Das ist natürlich praktisch. Einfach hier schön mit der Strömung mitlaufen und die Strömung so ein bisschen die Arbeit mitmachen lassen. So, ranziehen oder einfach auch ein bisschen zurücklaufen. Zack, wenn die nicht so groß sind, dann geht das. Aber auch immer dran denken, erhöhte Ausschlitzgefahr. Na klar, die darf auch nicht fehlen. Da hatten wir auch schon eine in der Nacht. Also, gucken wir noch mal kurz in den Kescher rein. Und dann sind wir hier bei, ja, 52 Minuten insgesamt und bei 300 noch was Silber. Naja, also kann man natürlich machen. 170 Silber jetzt gerade der für 37. Und man sieht natürlich auch hier schon einen farblichen Unterschied, ne? Also sobald die eben so hell werden, dann bringen die ordentlich Cash. Und die kleinen, vielleicht kann man da auch gezielt auf die kleineren gehen. Vielleicht einfach nur mit einem 1-0er Haken, wenn das Setup nicht so riesig ist. Reicht ja vielleicht auch. Und man kriegt vielleicht noch ein bisschen bessere Frequenz. Und auf jeden Fall gehen dann auch noch mal mehr Sterlet mit rein. Wenn man die vielleicht als Trophy sucht, da reicht dann ja auch ein 1-0er Haken. Ja, so viel dazu. Ich begebe mich jetzt hier in die Nachtschicht. Vielleicht geht ja noch mal was Dickes rein. Petri Lümmels, wenn es dir gefallen hat, Daumen da lassen. Kanal abonnieren nicht vergessen, gefällt mir mega. Und dann sehen wir uns im nächsten Video oder im Livestream montags, mittwochs und freitags immer ab 19 Uhr. Petri.